Heute wird mal wieder ein Glücksrad alles entscheiden, was ich in Roblox Toilet Tower Defense machen darf. Das Glücksrad entscheidet alle unsere Einheiten und das Glücksrad entscheidet natürlich auch den Schwierigkeitsgrad. Die Challenge gilt als gewonnen, wenn ich natürlich den Schwierigkeitsgrad mit den ausgewählten Einheiten schaffe, aber das Glücksrad wählt nur 3 Einheiten aus. Das heißt, wir haben kein volles Team, weil das wird es viel zu einfach machen. Deswegen werden wir jetzt mal am ersten Glücksrad drehen und schauen, was für einen Schwierigkeitsgrad wir im heutigen Video haben werden, Freunde. Wir drehen und kriegen den mittleren Schwierigkeitsgrad. Okay, wenn wir jetzt nicht komplett Pech haben, sollten wir das schaffen. Bevor wir am nächsten Glücksrad drehen, Freunde, es sind noch ein paar Sachen vom Weihnachtsdrop im Merch-Shop verfügbar. Der Adventskalender ist natürlich schon ausverkauft. Auch von der Kuscheldecke sind nur noch ein paar Sachen da. Aber vom Hoodie-Paket sind immer noch ein paar Pakete übrig, Leute. Also, wenn ihr zu Weihnachten noch ein cooles Weihnachtsgeschenk möchtet und ihr noch einen coolen Hoodie braucht in eurem Kleiderschrank, schaut auf jeden Fall mal im Shop vorbei. Einfach tjulfa.shop eingeben oder den Link in der Beschreibung drücken. Ein paar Größen sind schon ausverkauft, aber vielleicht ist von eurer Größe noch was da, deswegen schaut auf jeden Fall mal rein. Und jetzt drehen wir noch 3-mal am nächsten Glücksrad und schauen mal, welche Einheiten wir kriegen und ob es damit möglich ist, den mittleren Schwierigkeitsgrad zu schaffen. Und wir kriegen schon mal, wow, Scientist TV Man. Warte, Scientist? Nee, Scientist TV Man ist gut. Oh, ich dachte Scientist Cameraman. Weil Scientist Cameraman macht ja nur Geld. Okay, wir wählen das schon mal direkt aus. Scientist TV Man, rein ins Team. Und wir drehen noch ein weiteres Mal. Beim zweiten Mal drehen bekommen wir... Oh, Cameraman, die schlechteste oder fast die schlechteste Einheit im Spiel. Okay, den rüsten wir uns auch mal aus, Freunde. Das Einzige, was schlechter ist, ist, glaube ich, Camera Woman und Speaker Man. Aber okay, okay. Und wir drehen noch ein drittes Mal dran und mal sehen, wen wir noch als Einheit jetzt bekommen. Noch irgendwen Gutes oder wir kriegen Laser Cameraman K. Das ist aber auch eine gute Einheit. Laser Cameraman K kommt auch mal rein ins Team. Und das ist jetzt erstmal das Team für die erste Glücksreise. Challenge heute. Ich glaube, wir sollten damit den mittleren Schwierigkeitsgrad ziemlich easy schaffen. Und wenn wir es ziemlich easy schaffen, Freunde, dann müssen wir danach den Schwierigkeitsgrad nochmal hochstufen. Wir nehmen als Map mal die Wüste, weil hier waren wir schon eine Weile nicht mehr. Schauen wir mal, wie es hier so aussieht. Schon ewig nicht mehr hier gewesen. Und wir wählen aus den mittleren Schwierigkeitsgrad mit 30 Wellen. Und wir können jetzt ja auch quasi direkt stark reinstarten, weil wir direkt Scientist TV Man quasi platzieren können. Scientist TV Man ist ja wirklich eine sehr starke Einheit. Also, da habe ich sehr viel mehr Glück gehabt, als ich zugeben will, weil ich dachte eben erst, wir haben Scientist Cameraman. Der hätte uns halt nur Geld gebracht. Aber so ist das schon. Ich denke, wir sollten den mittleren Schwierigkeitsgrad echt easy schaffen. Wir schauen mal, wie einfach oder wie schwer es jetzt wirklich wird. Erstmal haben wir jetzt hier unsere normale Barriere. Das funktioniert schon mal echt gut. Ich würde sogar sagen, wir drücken mal Skip Wave, oder? Schauen wir mal, wie gut wir hier durchkommen, Freunde. Wir testen mal unseren Scientist TV Man. Denn ich würde sogar fast behaupten, Freunde, dass Scientist TV Man den mittleren Schwierigkeitsgrad alleine schafft. Wir lassen den mal hier stehen. Wir lassen den mal arbeiten. Und schauen wir mal, ob er das hinkriegt. Aber ich denke, es sollte kein Problem sein. Wir machen mal nochmal Skip Wave und verbessern mal schnell die Mauer, dass die ein bisschen stärker ist. Weil jetzt schießt der hier schon hier hinter und der macht die kleinen Toiletten schon platt. Okay. Hey, wir gucken mal, wie es läuft. Und wir bringen das Ganze jetzt mal noch einen Schritt weiter. Ich lasse jetzt wirklich Autoskip laufen, während wir hier einfach nur den Scientist TV Man haben. Wir haben jetzt hier schon die Dual Cameraman Barrier. Ich habe ihn jetzt schon auf Level 3 geupgradet. Und ihr seht schon, die schießen jetzt hier schon in die Toiletten rein. Die machen 100 Schaden pro Schuss, was schon mächtig ist. Und hier kommt gerade nichts mehr durch. Nichts kommt hier gerade an dieser Barriere vorbei, Freunde. Die sind hier komplett am rein eskalieren, die Cameraman. Und die geben hier wirklich alles. Und wir können jetzt gleich schon... Ah ne, noch nicht, dauert noch ganz kurz. Aber wir können jetzt gleich schon das nächste Upgrade machen. Und dann wird die Barriere direkt noch sehr viel krasser. Let's go. Die Triple Cameraman-Barriere. Okay, wir werden gleich definitiv noch einen Schwierigkeitsgrad auslosen müssen. Weil das hier wird
Ja, das wird gar kein Problem, Freunde. Aber mal sehen, ob er es schafft. Scientist TV Man, Solo, mittlerer Schwierigkeitsgrad, Abfahrt. Und jetzt haben wir auch schon die ultimative Cameraman-Barriere. Ja, Scientist TV Man Level 7 züchtet das Ding hier. Und er kann jetzt hier so Kanonen... er schießt einfach so Explosionsdinger, die alles auslöschen. Guck mal, wenn der da reinböllert in die Massen hier. Da kommt nichts vorbei, da sind keine Ahnung wie viele Toiletten. Und der rödelt das alles weg. Und die anderen schießen hier unten ja auch noch mit ihren Kanonen. Da bleibt kein Stein auf dem anderen, okay? Wir sind Welle 18. Hier ist absolut A-Zero durchgekommen. Rein gar nichts. Und er flötet das hier einfach alles weg. Das ist zu krass. Also, ja, Medium Schwierigkeitsgrad. No problemo, Freunde. Ganz, ganz easy. Und das ist nur eine Einheit. Das ist nur ein Scientist TV Man. Der schafft das alleine. Als Glücksrad hat uns heute wirklich Glück gebracht. Und jetzt sind wir auch schon bei der letzten Welle, Freunde. Hier die Giant Glasses Toilets werden schon auseinandergefetzt, bevor die hier nur einschlagen in die Mauer. So, da hinten kommen jetzt Boss-Toilette 2. Oh, warte mal, es könnte doch problematisch werden. Ey, warte mal. Ey, entspannt euch mal alle kurz. Nee, wird doch einfach. Okay. Ich meine, wir haben noch $50.000 übrig. Wäre jetzt kein Problem gewesen, noch eine Mauer schnell zu bauen. Aber mittlerer Schwierigkeitsgrad, heutige Glücksrad-Challenge, check. Aber da ist jetzt ja nur die Frage, kann man zweimal so viel Glück haben? Wir drehen jetzt nochmal hier dran. Mal sehen, welchen Schwierigkeitsgrad wir dann... Wir kriegen wieder Medium. Was? Aber da wir Medium schon hatten, ich schmeiß mal Medium komplett hier raus, Freunde. Wir brauchen ja nicht zweimal den gleichen Schwierigkeitsgrad. Das macht ja gar keinen Sinn. Das ist ja viel zu easy. Deswegen kriegen wir jetzt hart. Sehr gut, sehr, sehr gut. Und da es natürlich auch zu einfach wäre, das gleiche Team nochmal zu machen, weil Laser Cameraman Car und die Mauer, mit den beiden schafft man hart. Bin ich mir ziemlich sicher, dass man mit den beiden den harten Schwierigkeitsgrad ziemlich einfach schafft. Deswegen wählen wir drei neue Einheiten aus, okay? Wir drehen noch dreimal hier am Einheitenrad und wir kriegen als erstes den... Nee, warte. Doch. Upgraded Titan Cameraman. Okay. Very good. Also heute läuft's aber, Freunde. Wir haben den schon mal ausgerüstet. Heute funktioniert das Glücksrad sehr gut. Okay, okay, aber der alleine reicht natürlich nicht. Ne? Wir müssen erstmal schauen, was wir sonst noch so bekommen. Und wir kriegen noch... TV Woman. Es wäre fast Upgraded Cinema Man geworden, aber das wäre schlecht gewesen. Okay, deswegen habe ich mich gerade nicht gefreut. Hätten wir jetzt zwei oder drei Titanen, wir haben niemals genug Geld, um einen davon zu platzieren und dass die es schaffen, die Toiletten aufzuhalten, bevor wir verloren haben. Nur starke Einheiten alleine bringt nichts. Aber jetzt mal noch TV Woman dabei, das ist schon mal ganz gut, um die ersten Wellen gut zu schaffen. Und wir rollen mal noch die dritte Einheit für unser heutiges Team. Was da sein wird... Engineer Cameraman. Okay, der kann natürlich auch einiges regeln. Ich muss euch aber trotzdem sagen, ich weiß nicht, ob dieses Team ausreichend ist, um den harten Schwierigkeitsgrad zu schaffen. Wir werden jetzt eine Menge Glück auf den ersten Wellen brauchen, um durchzukommen, um das überhaupt irgendwie zu überleben. Und auch hinten raus, wir haben nichts, um irgendwas zu heilen. Und diese Einheiten sind hinten raus nur diese Einheiten, ohne Heilung und so, sind auch diese Einheiten fast zu schwach, um den harten Modus zu schaffen. Wir stellen uns natürlich trotzdem der Challenge. Jetzt haben wir auch wirklich eine Challenge und schauen mal, ob wir den harten Modus mit diesen Einheiten besiegen können. Wenn wir natürlich erstmal an den Punkt kommen, dass Upgraded Titan Cameraman steht und an einer guten Stelle steht, ja, dann ist es natürlich einfach. Aber bis dahin müssen wir erstmal kommen. Und ist natürlich auch sehr essentiell, wie ich jetzt überhaupt die ersten Einheiten platziere. Ich würde mal sagen, wir fangen an mit einem Engineer. Den stellen wir erstmal hier unten hin. Der wird jetzt erstmal reichen, um wie viel Leben hat das erste Ding? 500. Ich denke mal, der Engineer kann uns erstmal durch die ersten zwei, drei Wellen durchbringen. Ich denke, das schafft er. Ich hoffe, er schafft das. Wir werden sehen. Und das macht er wirklich sehr, sehr gut, unser Engineer. Nächstes Level kostet auch nur 600. Die werden wir gleich sogar schon, haben wir auch jetzt, wenn ich Skip mache, sogar jetzt schon zusammen. Und die Camera Toilets, die haben jetzt hier schon ihre 5000 Leben. Auf der nächsten Stufe jetzt 10.000, die als nächstes da rauskommen. Und die räumen jetzt hier schon ordentlich was weg. Also hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass der Engineer uns so weit carryen kann. Also ich dachte, wir werden da mehr Probleme haben auf den ersten Wellen, dass die uns hier wirklich komplett die Bude einrennen, ob wir den Engineer haben oder nicht. Aber
der macht seine Sache wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also der schützt uns hier jetzt erstmal richtig gut von Angriffen. Wir können erstmal Geld zusammenfarmen. Und ich denke, es wird dann doch mehr oder weniger leicht, auch den harten Schwierigkeitsgrad zu schaffen. Beziehungsweise es könnte ein Problem werden hinterher, weil die ganzen Betäubungseinheiten können halt schon unseren Titan hinterher komplett betäuben. Ne? Upgraded Cinemaman, der ist ein bisschen immun gegen Betäubung. Upgraded Titan Cameraman aber nicht. Wenn die hier mit ihren Raketen reinböllern, kriegt er trotzdem volle Breitseite die Dinger ab. Und wenn er dann dauerhaft betäubt ist, wenn hinterher die großen Bosse kommen, ist der Einzige, der uns helfen kann, der Engineer. Ich meine, haben wir nicht nur einen Engineer dann, wir haben dann ein paar mehr Engineer später, wie ihr seht. Aber trotzdem wird das Ganze definitiv ein gutes Problem noch später hier im Verlauf mit den ganzen Betäubungseinheiten. Aber wir werden mal sehen, ob das wirklich ein Problem wird oder nicht. Vielleicht ist es auch viel, viel besser, als ich denke. Ja? Vielleicht habe ich auch keine Ahnung von dem, was ich erzähle. Vielleicht bin ich gar kein Profi. Wir haben jetzt schon mal alle Engineers auf Level 5 gebracht, sind bei Welle 19 und können jetzt schon den ersten, den ersten. Wir werden ja mehrere brauchen, ansonsten schaffen wir es gar nicht. Den ersten Upgraded Titan Cameraman zu platzieren auf ganz, ganz entspannter Basis. Der steht jetzt erstmal hier, der kann erstmal langsam anfangen, ne? Den können wir noch langsam hochleveln, während wir die anderen jetzt hier Stück für Stück auch noch nachziehen. Die Camera Toilets hier, beziehungsweise die nächste Upgrade-Stufe, wird ja dann gleich schon der Panzer, der auch schießen kann. Der macht ja dann auch nochmal 2000 Schaden pro Sekunde. Also das ist definitiv eine gute Kombi, die wir hier haben. Ich skippe auch immer zwischendurch mal die Waves. Nicht die ganze Zeit, also kein Autoskimp, weil das führt zu nichts. Da rennen die uns hier die Bude ein, dafür sind wir nicht stark genug. Und auch die Engineers, wenn wir gleich auch, selbst wenn wir den Panzer gleich haben, selbst wenn wir gleich vier Panzer, warte mal, kann ich noch einen Engineer platzieren? Nee, vier ist Maximum. Selbst wenn wir gleich dann vier Panzer haben, die immer angefahren kommen, ja, wird das trotzdem auf keinen Fall möglich sein, hier mit Autoskip durchzugehen. Das ist auf keinen Fall machbar, das geht wirklich gar nicht. Also so wie wir das jetzt gerade machen, ist denke ich ganz gut. Gleich hier den Titan ein bisschen durchupgraden. Und dann, oh, das sind alles Boss-Toiletten jetzt, ne? Seht ihr, stell mal vor, ich hätte jetzt Autoskip an. Da könnten wir uns aber warm anziehen. Aber die Camera-Toilets haben wir schon mal alle 20.000 Leben. Sollte also, denke ich, glaube ich, hoffe ich, kein Problem sein, diese Welle jetzt hier zu schaffen. Ich meine, es kommen jetzt hier alles noch welche nach. Müssen wir trotzdem mal beobachten. Könnte trotzdem ein bisschen kritisch werden, ne? Glaube ich. Ich meine, Enge macht auch 2500 gerade pro Sekunde. Weil das Ding ist ja die Giant Glasses Toilet hier hinten. Die haben ja auch 80.000, ne? Also müssen wir mal gerade das Ganze hier beobachten. Das könnte die erste halbwegs kritische Welle werden jetzt. Wenn wir gleich die Giant Glasses Toilets nicht... Obwohl, es sollte kein Problem sein eigentlich. Ich meine, die rumpeln hier jetzt noch alle rein, die Camera Toilets. Zack. Hier nochmal Damage gemacht. Und die anderen kommen da gleich auch noch nachgefahren. Ja, okay, doch. Alles kein Ding. No problemo. Die machen wir hier ordentlich platt. Okay. Ich dachte, wir haben Struggle. Aber wir haben gar keinen Struggle. Habe ich mir ausgedacht. Alles kein Problem. Die Engineer Cameraman Upgrades kosten 4000. Mit denen warte ich, denke ich, noch kurz. Konzentriere mich jetzt erstmal kurz auf den Titan. Auch wegen der Reichweite und so. Und dass wir seine Energiekern freischalten. Ja, aber soweit so gut. Soweit so gut. Den Titan haben wir jetzt auch schon auf Level 4 und hat jetzt hier schon seinen Kernlaser. Das meinte ich eben mit Kern aktivieren. Ist die Reichweite nämlich nochmal ordentlich erhöht. Und jetzt fangen wir mal an, uns hier hinten die ersten Panzer zu holen von unseren Engineers. Das sollte dann auch kein Problem sein, weil das Hauptproblem, was ich sehe, ist ja, da habe ich gar nicht dran gedacht, Freunde. Es gibt da noch ein paar fliegende Einheiten, die drüber fliegen über unsere Camera-Toilets, ja? Auch wenn wir den Panzer gleich haben. Da gibt es zum Beispiel die Claw-Toilette, diese Bomber-Toiletten und so. Dann jetzt die kleineren Toiletten, hier Jetpack-Toilette und so, die fliegen da nicht drüber. Aber es gibt eine Menge Einheiten, die hoch genug fliegen können. Allen voran die Claw-Toilette, weil die viel zu stark ist. Die da, hier die Airplane-Toilette auch. Hier, die segelt da einfach drüber hinweg. Weißt du, das sind so Dinger. Da ist auf jeden Fall gut, dass wir den Titan dabei haben. Nur mit den Engineers wäre komplett vorbei. Aber wäre komplett Game Over, hätten wir gar keine Chance. So sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Da wird es aber halt später interessant, wie gesagt, bei so Einheiten wie Claw Toilet, weil das Ding fliegt nicht nur drüber hinweg, das ist auch noch brutal stark. Ja, irgendwie 400.000 Leben. Und es müssen dann irgendwie die Titanen platt machen. Bis dahin upgraden wir jetzt trotzdem erstmal die Engineers alle auf Maximum, okay? Ich mache die jetzt alle auf Level 6, dass wir immer vier Panzer haben, die rumfahren.
Das sind insgesamt 8000 Schaden pro Sekunde und 200.000 Schaden, wenn jemand reinfährt, weil jeder Panzer hat 50.000 Leben. Also das ist definitiv richtig gut. Das brauchen wir auch, ansonsten kannst du sowieso vergessen. Und schauen wir mal, wie das Ganze jetzt hier weitergeht. Hinten raus wird es garantiert nochmal kritisch, so die letzten 10 Wellen werden, glaube ich, nochmal übel. Und ich würde auch sagen, wir skippen mal eben bis zu den letzten 10 Wellen. Also ab Welle 40, weil da brennt der Busch richtig, Freunde. Und dann sind wir auch schon wie angekündigt, Welle 40. Und bis jetzt, muss ich sagen, ist hier noch alles sehr gediegen. Wir haben den Upgraded Titan Cameraman jetzt ganz entspannt auf Maximallevel gebracht. Wie viel macht er nochmal auf Maximallevel? Macht er 20.000 auf Maximallevel? Scheinbar macht er 20.000 auf Maximallevel. Okay, dann haben wir hier noch Engineer Cameraman. Alle auf Level 6, wie angekündigt. Und die orgeln hier jetzt ordentlich rein. Aber macht euch keine falschen Vorstellungen. Ich hatte eben schon mal eine Welle. Da waren die Gegner ungefähr bis hier. Es war Welle 38, glaube ich, oder 37. Also das wird nochmal happig hier hinten raus. Ne? Aber ihr seht ja, wir haben Geld übrig. Wir können noch einen Titanen aufstellen. So ist es nicht. Ne? Ist jetzt nicht so, dass wir hier uns komplett um Kopf und Kragen kämpfen müssen. Aber es wird definitiv spannend. Und auch diese riesige Menge jetzt hier an Boss-Toiletten, locker easy, wird einfach platt gemacht. Zap, zarab. Let's go. Hier sein Energiekern kann auch in den Eingriff kommen, wenn die Gegner zu nah rankommen. Also bis jetzt alles Taco. Ich warte jetzt auch mal noch mit dem nächsten Titanen, ob wir den überhaupt brauchen oder ob es überhaupt Sinn macht, noch einen Titanen zu platzieren oder ob das jetzt vielleicht sogar schon reichen könnte, um hier einfach durch den harten Schwierigkeitsgrad durchzumarschieren. Ich meine, hier haben wir jetzt gefühlt 97.000 Dual-Claw-Toilets und ein paar Vakuum-Toiletten. Aber auch die, guck mal, die werden teilweise schon von den Panzern jetzt hier weggelasert. Richtig, richtig cool. Die Panzer machen wirklich ordentlich Damage. 2000 Schaden pro Sekunde klingt halt zu wenig. Aber jedes Mal, wenn so ein Panzer in den Gegner reinklatscht, sind es ja auch quasi 50.000 Schaden. Weil seine Lebenspunkte ja auch immer Damage sind. Von daher, guck mal, und selbst hier, einer, der hat fast alle Dual Claw Toilets alleine aufgehalten. Also gut, der Titan Cameraman hat natürlich ein bisschen geholfen, ne? Der tut ja auch seinen Teil. Jetzt hier, die Vakuum-Toilets bleiben erstmal alle stehen, weil die ein bisschen doof sind. Obwohl Vakuum-Toilets, die einfach durchfahren, wären vielleicht auch ein bisschen zu stark. Ne? Muss man ja auch mal sagen. Aber Welle 42 geht los, let's go. Vielleicht machen wir sogar Autoskip an. Ich glaube, Autoskip wird nicht ganz, oder? Ach komm, weißt du was? Wir platzieren hier mal schnell noch einen Titan. Autoskip angeruppt und Vollgas, Freunde. Let's go. Einfach mal komplett jetzt hier reinlöten. Wir haben Panzer, wir haben Titanen. Wir haben alles, was wir brauchen. Was wollen sie denn machen, hä? Wo wollen sie denn hin? Ja? Schauen wir mal. Vor allem der hier drüben wird gleich noch ordentlich Reichweite dazu kriegen mit jedem Upgrade jetzt. Und wenn sein Energiekern aufgeht, kann er auch hier noch alle richtig schön beiseite fegen. Jetzt hier eine Menge Large Glasses Toilets. Die bringen wieder ordentlich Kohle. Welle 44, die auch schon direkt startet. Das kommt hier so alles mit. Minigun ohne Flying... Oh, warte mal. Autoskip aus. Autoskip aus. Flying Rocket Launcher Toilets und Airplane Toilets. Die können über unsere Panzer drüber fliegen. Die müssen die Titanen besiegen. Das wird ärgerlich. Also was heißt wird ärgerlich? Könnte ärgerlich werden. Wir upgraden ihn hier mal auf Level 5. So, weil guckt ihr das jetzt an hier? Flying Rocket... Oh, warte. Kriegen die doch Schaden von den Panzern? Wieso kriegen die denn Schaden von den Panzern, aber die anderen nicht? Okay, dann können wir Autoskip wieder anmachen. Okay, weiter geht's. Und Welle 50 hat gestartet. Mit Autoskip sind wir hier im Einsatz. Und haben es bis jetzt auch gut gemeistert mit Autoskip, muss ich sagen. Aber jetzt kommt hier eine UFO-Toilette. Haben wir eigentlich keine Claw-Toilet? Boss-Toilette 3.0 haben wir jetzt, ja? Gibt es im Hard-Mode keine Claw-Toilet? Ist die erst ab Albtraum-Modus dabei? Wäre natürlich krass. Aber ihr seht es schon. Die kommen jetzt hier schon eine ganze Ecke weiter, die Einheiten. Wir haben jetzt hier auch eine Menge wirklich starke Einheiten, die jetzt hier gerade auf dem Weg sind, an uns vorbeizufliegen. Allen voran ist hier gerade eine Airplane-Toilet, die gerade aber irgendwie auch Schaden vor den Panzern bekommen hat. Okay, vielleicht können über die Panzer doch nicht so viele Einheiten wegfliegen, wie ich mal dachte. Ich dachte irgendwie, dass, ja, die da eigentlich alle drüber jubeln können. Bei der Claw-Toilet weiß ich es aber definitiv. Die Claw-Toilet definitiv keine Chance. Die fliegt da überall drüber. So, jetzt haben wir hier aber Boss-Toilette 3.0, Freunde. Ey, die hat 830.000 Leben vielleicht, aber das wird der Boss-Toilette 3.0 auch nicht viel weiterhelfen hier in ihrer Quest. Und wird
besiegt. Und wir schaffen auch den Hard Mode in der heutigen Glücksrad-Challenge. Also auf jeden Fall ein sehr erfolgreiches Video heute. Ich weiß nicht, ob wir schon mal zwei Glücksrad-Challenges hintereinander geschafft haben. Also lasst gerne einen Daumen nach oben, da, wenn euch die Videos gefallen. Gerne den Channel abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Und bis dahin.